größte Herausforderung ist, dass die bis Mitte Dezember einfach mal baulich fertig sind. Das ist eine Herausforderung. Die andere Herausforderung ist, die Logistik zu planen. Das ist nicht nur der Impfstoff, sondern vor allen Dingen die Impflinge, die hierher kommen müssen. Ich bin in der Praxis eingebunden von früh bis abends, meine Kollegen auch hier. Wir versuchen das Wichtigste, dass die Patienten weiter versorgt sind. Und da kann ich nicht einfach sagen, ich mache jetzt mal die Praxis zu oder ich komme 2 Tage nur noch in der Woche und die anderen Tage gehe ich da helfen. Das geht nicht und das wird, denke ich, jeden Hausarzt so gehen. Angewiesen sein, auch andere Hilfsorganisationen, die Bundeswehr, Krankenhäuser, um Hilfe zu bitten, damit halt eben genügend Personal dafür da ist, um alle Impfungen durchzuführen. Weil wir sprechen hier nicht von wenigen tausend Impfungen, sondern wir sprechen hier von Millionen von Impfungen.